ein bisschen sehr grell für mich, diese Farbe. Aber heute ist Hausball, macht nichts. Was kann es schaden? Mila! Was denn? Mein Gott! Bin ich erschrocken? Jetzt bitte schau dir das an. Mit dem Nagellack meine ganzen Finger angestrichen. Warum bist du denn so laut, Franz? Weil ich wie ein Irrer meinen Rasierapparat suche. Wer hat ihn verräumt? Du oder die Sokol? Das ist so blöd. Das habe ich ganz vergessen. Der Kurt hat sich deinen ausgeborgt. Was, was? Ja. Du borgst deinen Bruder meinen Rasierapparat? Ja, oh Gott, mein und dein. Sei doch nicht so. Du weißt, mein Gott, du weißt, die Hilde hat ihn rausgeschmissen. Und ich hab ja oben in der Mansarde keinen Rasierapparat. Also ich flehe dich an, ja? Sei nicht kleinlich, bitte. Also das ist großartig. Bitteschön, bitteschön. Gut, also was soll ich machen? Soll ich mal mit der Kerze den Bart abbrennen? Schließlich und endlich, weil dein Bruder von seiner Frau hinausgeschmissen worden ist und nicht mehr in seine Wohnung hinein kann, deswegen kann er doch nicht meine intimsten Sachen benutzen. Ja Gott, und er benutzt ja auch meine geliebte Mansarde. Nicht? Ja, und außerdem, ich flehe dich an, beruhig dich und hab Geduld. Die werden sich doch über kurz oder lang versöhnen. Ach, das kenne ich. Ja, das kenne ich schon mit über kurz oder lang. Und was ist es, wenn es lang dauert? Soll ich einen Vollbart wachsen lassen? Oder soll ich meinen ausbohren? Oder vielleicht soll ich meinen kaufen? Ja, bitteschön, aber auf jeden Fall muss ich dann bis Montag mal so eine Art Reserve-Macho mit dem Stoppelbart herumrennen. Gott, ich bitte dich nicht. Ja, es ist ja auch zu blöd. Der Kurt hat mir versprochen, dass er dir diesen Rasierapparat gleich zurückbringt und dann hast du es gar nicht gemerkt. Ja. Aber du kennst ihn doch. Ja, natürlich kenne ich ihn. Ja, also. Ich kenne aber auch die Illusionen, die du dir über ihn machst. Er ist immerhin mein einziger Bruder, nicht? Ja, das ist das einzige Glück, dass er dein einziger Bruder ist, denn mehrere würde ich nicht aushalten. Aber bitte, tu mir einen Vorschlag. Vielleicht sprichst du mit deinem lieben Bruder und vielleicht ist er so gut und borgt mir meinen Rasierapparat. Ich meine, es würde mich ungeheuer freuen, nicht wahr? Bitte, sag das in aller Ruhe. Darf ich dir vielleicht einen Kaffee servieren? Nein, brauche keinen Kaffee. Brauche ausschließlich einzig und allein meinen Rasierapparat. Das nennt er in Ruhe sprechen. Es ist nämlich, wir sperren jetzt gleich zu, ausnahmsweise. Also das waren zwei Melangen und... Eine Mondtorte war das. Mondtorte. Und eine Collage. Einen Moment bitte, ja, ich bin gleich wieder. Hallo, ja? Geben Sie mir mal bitte zwei Schafjoghurt zum Mitnehmen, bitteschön. Ja, und mir bitte eine Packung von dieser Kekse aus Vollwertmehl. Für meinen Mann. Der muss abnehmen. Geh bitte. Gestern habe ich ihn gesehen bei einem Gulasch und einem Bier. Na und? Er hat ja auch keine Ahnung von uns. Na ja. Ich bin sofort wieder da. Moment, ja. Frau Meisterin, die da draußen wollen zahlen, aber ich bin mit den Preisen nicht so ganz drauf. Ja, so weit kommt sie her, meine liebe Schwester. Fast vom anderen Ende der Welt. Und wo doch das alles jetzt so gefährlich ist. Ich bin nicht dazu gekommen, sie kaum einmal zu umarmen. Die Collage. Wie sprichst du von meiner Schwester? Nein, ich weiß nicht, was sie kostet. Was, meine Schwester? Nein, die Collage. Also, hör auf. So eine fesche Person. Man möchte nicht glauben, dass ich der Zwilling davon bin. Ein Ei, verstehst du? Ja, das ist allerdings gering, ja. Weil der Meister Edi sagt doch normalerweise immer, bei den Eiern, da spart er nicht. So, hörst jetzt einmal auf. Mein Gott, so haben wir sich gefreut, dass wir feiern, wenn sie zurückkommt. Und was ist? Der Meister Edi rutscht auf einer Apfelschale aus. Mein Gott, das wird nicht so schlimm sein. Ich bin überzeugt davon, er wird jeden Augenblick vom Spital zurückkommen. Einmal, wenn ich mich auf was freue, dann muss der Edi ausrutschen. Er hat ja nicht einmal auftreten können. War das eigentlich der linke oder der rechte Fuß? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber einer von den zwei war es jedenfalls. So gefreut habe ich mich aufs Tanzen. Das ganze Haus ist voller Hausball. Mein Gott, so schön wäre das gewesen und meine Schwester dazu. Frau Meisterin, die Mondtorte weiß ich auch nicht. Bitte kommen wir uns doch raus. Wir wollen doch dann zusperren und fertig dekorieren. Du hättest dich wirklich mit den Sachen schon vertraulich machen können. Jetzt könntest du aber schon langsam alles wissen. Ich darf doch gar nicht bedienen. Ich bin doch ein Lehrbub.
hoffnungslos. Hoffnungslos, wenn ich mir die Nägel anstreiche. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich muss diese ganze Prozedur noch einmal wiederholen. Ist doch wirklich zu albern. Mit der Sockerl reden. Frau Sockerl! Ha! Ja, Gnädige Frau. Gehen, sagen Sie mir. Sind Sie auch im Stress? Naja, es geht, Gnefra. Ja? Natürlich wäre das Ganze leichter, wenn man wüsste, wie viele Leute kommen. Nicht wegen den Aufschnitten und dem ganzen Geschiste-Geschaste. Naja, Geschiste-Geschaste, aber ich meine, Sie werden doch ein reichliches und sehr gutes Buffet haben, oder? Oh ja, keiner haben Sie mir versprochen? Keiner wird hungern, keiner wird dürsten, weil die Frau Hilde und ich, wir waren beim Einkaufen überhaupt nicht zimperlich. Nein. Der Hausherr hat ja schließlich gesagt, das ist sein Ball, nicht? Und dafür, dass die Frau Hilde ihre gesamte Schneiderei zur Verfügung stellt, darf sie dann der Birgit ein schönes neues Kleid machen. Na ja, und wir haben ihn nicht geschont, das wollte er ja auch. Also ich muss ehrlich sagen, sehr großzügig, nicht? Ja. Ja, naja, das ist überhaupt. Es ist ein furchtbar netter Mann, finden Sie nicht? Der ist sehr also, sympathisch, ja. Ich meine, ich wäre ja sehr dafür, dass zwischen der Birgit und dem Hellmann, dass da also wirklich was Ernstes wird. Was meinen Sie? Ich bin auch sehr dafür. Wissen Sie schon deswegen, die Birgit hat sehr oft schwer in ihrem Leben gehabt. Und dann, außerdem, die passen doch so wahnsinnig gut zusammen. Sag ich doch, finde ich ja auch. Ja. Sagen Sie, und finden Sie auch, dass heute wahrscheinlich überhaupt keiner zum Kaffee kommen wird? Die werden sich doch alle ausruhen für heute Abend und werden dann erst eintrudeln. Aber ich brauche einen Kaffee, dringend. Und mein Mann, glaube ich auch, der ist ein bisschen grantig. Also wir wollen nämlich wach bleiben. Bitte. Also gegen's Einschlafen einen Kaffee. Danke. So. Für Außenstehende ist die Konditorei ab sofort geschlossen. Da werden die aber von der Tosca drüben ganz schön jubiliert. Na, das werden sie bestimmt nicht, weil die nämlich vorübergehend wegen Renovierungsarbeiten geschlossen haben. Was? Ja, seit wann? Na, seit heute in der Früh hängt das Schild an der Tür. Na, wieso denn? Jetzt haben die gerade erst geöffnet. Und jetzt müssen sie schon wieder renovieren? Naja, der Mann vom Würstelstand, der hat mir erzählt, dass immer wenn es regnet oder wenn es schneit, dann haben die eine nasse Pudel. Könnten Sie mal bitte die Leiter halten, Frau Meisterin? Aber fertig dekorieren muss schon mein Eddie, wenn er kommt. Ja, bitte wollen Sie mit einem verletzten Fuß auf die Leiter raufjagen. Ich bin stark dafür, dass da ich besser raufgreife, nicht hinaufsteige. Wenn du runterfallst, dann bleibt aber nicht einmal ein Fettfleck. Danke, ist sehr nett, Frau Meisterin. Sehr nett. Ja, was sehen meine schönen Augen, Herr Kurtin? Ja, sagen Sie, gehen Sie als Damenimitator auf den Hausball? Herzlich. Ja, Sie sind leicht zu unterhalten, Frau Sockerl. Der Schlafrock gehört meiner Schwester und hier, die Boa Constrictor auch. Sieht das, die Federn passen Ihnen gut zum Gesicht. Na, sonst zwickt er halt ein bisschen, aber das macht nichts. Sie bewegen ihn eh nicht gern. Und was ich noch sagen wollte, Frau Sockerl, bitte keine plumpen Vertraulichkeiten. Für Sie bin ich immer noch der Herr Heverer. Verstanden? Zu Befehl, Herr General. Haben Herr General sonst noch Befehle? Ich möchte dringend meinen Schwager sprechen oder meine Schwester. Sind ja hoffentlich da drinnen, ne? Bitte, wollen der Herr angemeldet werden oder schreiten Sie eigenhändig in den Salon? Saison, zu meiner Misere haben Sie mir noch gefällt. Sie, das trifft sich aber gut, denn ich habe Sie mir eigentlich in ein schönes Seidenpapier eingewickelt, habe ich Sie mir unter den Christbaum gewünscht. Leider hat mir das liebe Christkind nur warme Botschen gebracht. Wissen Sie, Frau Sockerl, wissen Sie, was Sie gehören? Sie gehören fristlos und dauernd entlassen. Ja, ich weiß. Und dann zum Nulltarif irgendeiner ihrer Stelle, den sie gerade bewohnen, auszumisten. Ja, zum Nulltarif. Sagen Sie, steht die Mansarde überhaupt noch? So mit Ihnen stelle ich mich doch nicht her, mein Gott. Wer bin ich denn? Das wird Ihnen der Sektionschef sofort sagen, wenn Sie ihn danach fragen. Und geben Sie auch, steigen Sie ihn nicht auf die Schleppe. Sind denn das für poppige Antworten? Ja. Von mir haben einmal die Frauen, alle Frauen nachts geträumt. Ne? Ah, es ist eigentlich wunderbar, Hilla, wenn wir beide zu zweit allein so in aller Ruhe ausnehmen. Ja, es geschieht selten genug, gell? Mhm. Du, aber am Abend mache ich dich darauf aufmerksam, mit der Ruhe ist vorbei. Da gibt's einen Rummel. Also,
Euch wünsche ich einen guten Abend. Was ist denn? Da könnt ihr mir allerdings schönere vorstellen. Ja, sogar mal um Gottes Willen, wie siehst du aus? Ja, gut. Was hast denn du gemacht? Ah, ich weiß schon, du bist in der Volksoper eingebrochen und hast in einer Kostüm gestohlen von einem Käfig vor der Nord. Du bist gut, Franz. Na, was, wie soll ich denn bei euch Kaffee trinken? Vielleicht in Reizunterwäsche, nicht? Ich bin ja fertig. Ich habe nichts anzuziehen, sage ich euch. Kein Kleidungsstück, kein Kleidungsstück. Seitdem ich die Zizimaus da vor die Wohnung gesetzt hat und hinter mir abgeschlossen hat. Muss ich das vorstellen? Ich wollte dann zurückgehen in die Wohnung, aber die Tür und das Schloss war irgendwie ausgewechselt. Ja, die Frau, ich sage, die Frau muss ja total verrückt sein. Na, was ist denn, Franzi, was ist denn da? Soll ich auch noch verdursten in meiner jämmerlichen Mansarde da oben? Kannst du jämmerlich sagen? Meine Mansarde ist nicht jämmerlich, sondern wunderbar und sehr, sehr hübsch. Ja, weißt du, aber dem steht doch recht, du musst dich ja grauenvoll bei der Hilde benommen haben. Ja, aber in einem hat er recht. Also die Hilde muss wirklich spinnen. Was? Ja, das spinnt sie total, kann ich dir sagen. Total. Ja, sicher. Du, wenn sie nicht spinnen würde, hätte sie doch den Kurt beim Fenster rausgeworfen und hätte lieber seine ganzen Sachen am Flohmarkt verstreut. Also bitte, Franzi, ich habe über deine Witze nie lachen können. Ja, umso weniger, als ich gar keinen gemacht habe. Bitte schön, hier ist dein Rasierapparat. Oh, ja, Wiedersehen macht Freude. Tatsächlich, ja, bei einem Auto dieser Qualität würde ich sagen, es fährt nur im ersten Gang und das sehr holpernd. Ne? Siehst du, Hila? Es gibt doch Schutzengel. Wieso? Denn wenn es jetzt keinen Schutzengel gegeben hätte, hätte ich jetzt Tante Bede, deinen lieben Bruder, meinen verehrten Schwager, erwürgt. Mhm. Was wäre die Folge gewesen? Ich wäre für diese gute Tat unberechtigterweise eingesperrt worden und müsste den Rest meines Lebens im Kerker schmachten. Komisch, ich lach schon wieder nicht. Ah, hier ist das. Na. Ja, um Gottes Willen, bitte nicht unter der Leiter durch, Frau Meisterin, das bringt doch Unglück. Jesus Maria, na, das können wir nicht brauchen, da komme ich aber noch einmal. So, sehr erfreulich. Sehr, sehr schön hast du das alles dekoriert. Danke, Frau Meisterin. Dann kann ich mir jetzt vielleicht umziehen gehen. Die Mehlspeisen, die dann oben gebraucht werden, die sind alle schon in der Backstube und der Silvio wird mir beim Rauftragen dann sicher behilflich sein. Na, wieso willst du dich denn jetzt schon umziehen? Naja, es ist so, wir haben eigentlich noch eine Generalprobe. Der Hausherr, der Silvio, der Tommy und ich. Wir haben da so ein bisschen was einstudiert und das müssen wir noch ein bisschen proben. Das soll eine Überraschung werden. Brauchst gar nicht mehr weiterreden. Weiß ich schon alles, ja? Gut, ich verschwinde. Ja. Bitte. Werde ich mich halt jetzt zuerst schön machen, ne? Der Eddie hat mir ein himmelrosa Kleid gekauft. Es soll sehr stark verjüngen, sagt die Verkäuferin. Na ja, man wird ja sehen, ob es wahr ist. Jetzt ist der Tommy schon da. Mit dem Eddie. Nein, nicht mit dem Eddie. Ja, wieso ist der Eddie nicht da? Wo ist denn der Eddie, Tommy? Du hast jetzt beruhig dich, es ist alles halb so schlimm. Der Eddie muss im Spital bleiben, das ist alles. Jesus Maria, ja, kann er denn überhaupt noch atmen? Aber atmen kann er und wie er atmen kann. Er hat nämlich partout nicht im Spital bleiben wollen. Aber die Ärzte haben darauf bestanden, haben gesagt, sie wollen seinen Fuß röntgen, weil sie schauen wollen, ob etwas gebrochen ist oder ein Bandel gerissen. Der Fuß war ja riesig angeschwollen. Ja, alle meine Heiligen. Ja, was mache ich denn da? Beruhig dich bitte, du bist ja blass wie die Wand. Das ist doch halb so schlimm, selbst wenn er was gebrochen hat, ne? Und was du machen kannst, ist das. Du könntest ihm bringen eine Pyjama, Hausschuhe, Waschzeug, Rasierer und ein Radio, nicht? Gut, ja, das bringe ich ihm alles. Ich werde alles. Und ich bring dich dann hin, gehen. Ja? Nein, du nicht. Nein. Du sagst mir, wo er liegt und ja, ich nehme mir ein Taxi. Nein, du musst da bleiben. Der Bernie hat mir ja gesagt, ihr habt hier eine generale Probe. Das täte doch den Rahmen sprengen, wenn du nicht da wärst. Ja, da steht eh alles drauf. Zimmer 14 ist es. Gut, ich danke dir schön. Und sagst du deiner lieben Mami, ja, meiner lieben Schwester, was passiert ist, ja? Na ja, vielleicht kann ich dann später noch nachkommen. Aber das Himmelrosa werde ich nicht mehr anziehen können. Na, aber mein Eddie ist wichtiger. Aha. Sagen Sie, Silvio, aber was soll denn das alles? Man hat mir gesagt, das gehört da hinein, Knäfer. Wieso? Das ist doch gar kein Koffer von mir. Na, der Koffer eh nicht. Der gehört nicht mit dem Herrn Janik.
Ja, den hat sich der Bärmi letzte Woche ausgeglichen. Wie sie nämlich da das Gewand von Ihnen her gemalt, also lässig aus dem Fenster geschleudert hat. Naja, war natürlich mit dem sein Garderob da so rein zufällig aus dem Fenster gerutscht ist. Moment, Moment, das war gar kein Zufall. Da will ich überhaupt nichts vertuschen. Ich habe die ganzen Sachen eigenhändig und bei vollem Bewusstsein aus dem Fenster geworfen. Aber eins muss ich Ihnen sagen, Frau. Der Wurf, der war kein Lerchel. Es waren mehrere. Ja, aber was mache ich jetzt mit den Koffer? Das ist doch blöd. Ich meine, jetzt haue ich die ganzen Sachen auf die Straßen und dann steht er doch ganz fein säuberlich verpackt wieder in meiner Wohnung, das Ganze. Na, fein säuberlich verpackt, das glaube ich eher nicht, weil der Bernie hat mir noch gesagt, er hat da reintreten müssen, damit er ihn überhaupt zubringt. Das ist ja entzückend. Ja, aber wissen Sie was, Herr Silvio? Sie nehmen den Koffer jetzt wieder mit und stellen ihn dabei in Ihre Wohnung, gut? Na ja, bitteschön, aber wie lang denn, Knefrau? Weil ich habe eine kleine Gasonier und die ist jetzt momentan total angestopft mit lauter Werkzeug und Apparaten, die da in der nächsten Zeit reparieren soll. Ich habe gar keinen Platz. Schieben Sie ihn halt unter das Bett, gut? Ja, na wie denn? Aber ja, Sie werden schon was machen. Na, Sie werden schon was finden. Meine Verehrung, grüß die Hand. Liebe Frau Hille, bitte hier ein kleiner Beitrag als Dekoration. Das ist lieb. Ja, ich habe mir gedacht, Sie werden sicher wieder eine Hilfe brauchen. Danke. Wird das Buffet wieder am Zuschneidetisch aufgebaut? Ja, selbstverständlich. Es soll im Haus jeder kommen und gehen können, wie er will. So haben sie es gewünscht. Ja. Und kann essen oder trinken und taubleiben oder wieder fortgehen. So wie ganz halt genau. Beliebt. Jeder soll tun und lassen, was er will. Ja. Die Hauptsache ist, dass sich alle wohlfühlen. Ja, aber mich müssen Sie jetzt bitte entschuldigen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja? Servus, mein Mausel. Bleib brav derweil. Ja? Ja. Sagen Sie mir, Silvia, wollen Sie verreisen? Nein, erst im Sommer. Aber ich hab nämlich gar kein Bett. Wo Moment, was brauchen Sie ein Bett? In Ihrem Alter braucht man doch kein Bett, da macht man die Nächte durch. Ha? Ne, und drunter Schirm und das Bett kann ich das auch nicht, weil das ist nämlich ein japanisches. Da liegt mir da ganz flach auf der Erde. Sie brauchen mir überhaupt keine Erklärung geben. Sie schlafen wo und wie Sie wollen. Aber ich glaube, wir sollten die Damen jetzt allein lassen. Ha? Ja, danke schön, das machen wir. Bitte die Türe nicht zuwerfen, gell? Nein, selbstverständlich. Sonst müssen Sie ja noch einen Portier anstellen. Ja. Servus. So, bitte können Sie, Frau Birgit. Da hinein gleich, gell? Sagen Sie mal, Frau Birgit, schaut sich ja toll aus. Was habe ich da gehört? Was ist aus dem Storch geworden? Ein Mauserl. Ja, ich will es ohnehin nicht. Ich meine, dass er es sagt, wenn wir nicht allein sind, aber lassen Sie ihn doch. Das ist doch die schönste Zeit einer jungen Liebe, wenn Männer noch Kosenamen von kleinen Viecherl für einen suchen. Aber für mich ist das alles so neu. Ja. Ich frage mich, sieht er mich vielleicht durch eine rosarote Brille? Na sicher, aber wollen Sie ihm die jetzt schon rauben? Er hat auch seine Tücken, auf die werden Sie auch noch darauf kommen. Ich glaube nicht. Ich fürchte fast, er ist fehlerlos. Ja, du liebe Zeit. Das kleine Mäuschen hat's mir wirklich arg erwischt. Hoffentlich landet das Mäuschen nicht im Rachen eines Katers. Ja, ist das nah. Das wäre schlimm. Da müssen Sie vorsichtig sein. Verflixt noch einmal. Im Schlafzimmer ist nichts. Da ist auch nichts. Sie kann doch nicht meine ganzen Kleider aus dem Fenster geworfen haben. Da hinten wird es sein wahrscheinlich. Ach du lieber Gott, Besuch auch noch. Wenn da ein paar kleine Mädel im Hausflur sind, kann das die größten Verwicklungen bringen. Was? Aha. Na, was tue ich? Gottes. Jetzt kommt's auch doch. Na, den Triumph, den gönne ich ihr nicht. Bildgläser werden wir sicher brauchen. Hoffentlich habe ich so viel. Warte mal, wie viel sind das? Ach, ich habe wirklich nur 12 Biergläser. Aber Partybecher tun es auch. Nein, das ist heutzutage so üblich. Nein, das ist so stillos. Wissen Sie, da bin ich ein bisschen eigen. Am liebsten hätte ich immer funkelndes Kristall. Ja, das ist ja auch wunderschön. Für maximal 12 Personen. Ja, aber bei einem Hausball, wo die Leute kommen und gehen, da ist das doch völlig fehl am Platz. Hm? Sie haben recht, Birgit, Sie haben recht. Wir vergessen die Biergläser und nehmen die Partybecher. Das genügt auch. Sind eh so viele, das reicht ja, sicher aus. Funkelndes Kristall. Soll lieber ordentlich staubsaugen. Hm? Oh, Gottes Willen. Da kommt ja noch wer. Wer, hallo, gnädige Frau? Na, nun, keiner da. Gnädige Frau? Ja?
Auch die Sachen von Ihnen her gemalt, die habe ich den Herrn Hausherrn übergeben, weil der nämlich mehr Platz will. Ja, danke. Macht das eh nichts, nein, oder? Nein, ist schon in Ordnung. Danke, Herr Silvio. Sehr lieb. Gut, bitteschön. Danke. Habe die Ehre. Also, das sollte vielleicht schön sein. Das schaut so aus wie in einem Museum, ehrlich. Lauter altes Grafelwerk. Die Schlangen. Naja, sowas würde ich mir nicht zu Hause hinstellen, ich weiß nicht. Nein. Aber bitte, alt genug sind sie da alle. Jedem das Seine. Ja. Grafelwerk, sagt er zum Jugendstil. So ein Prolet. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wo meine Sachen sind. Der Hausherr hat sie. Na, die Sache ist absolut hoffnungslos. Weißt du, wenn ich an den Kurt denke oder wenn ich ihn sehe, dann fällt mir immer so ein chinesischer Ausspruch ein. Wenn ein Mensch ungut ist, war er trotzdem immer ein liebenswertes Baby. Also, es reizend. Ich meine, vor allem kann man das bei den chinesischen Babys mit diesen Schlitzaugen kann man sehr gut vorstellen. Okay. Allerdings, ich bin nicht sicher, ob mir der Kurt selbst als schlitzäugiges Baby gefallen hätte. Oh ja. Du, aber ich kann mich revanchieren. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Da heißt es, also so viele Stacheln kann ein Kaktus gar nicht haben, dass nicht immerhin noch Platz wäre für eine Blüte. Na, Moment, es läutet. Ja. No, wetten, unsere Kaktusblüte kommt zuletzt. Kommen Sie, lassen wir rein. Lassen wir rein, bevor mich jemand sieht. Schon wieder ein neues Kostüm. Herr Kurt, Sie treiben aber einen Aufwand. Für welches Kostüm werden Sie sich denn entscheiden? Sie haben den Humor Ihres Chefs. Das muss ich mir aber nicht gefallen. Ja, ich weiß, diese Beleidigung war sogar für Sie zu massiv, nicht? Sie, aber wenn Sie bei diesem Kostüm bleiben, hätte ich mir schon die Haxel ein bisschen rasiert. Also schön, bitteschön, war nicht zu massiv. Und jetzt geben Sie Raum! Geben Sie Raum ins Wohnzimmer, wie man in den Klassikern sieht. Sagt, Jens, geht's da weg? Geht's noch ein Stück weg? So, doch keine Lust und keine Zeit, um Sie noch herum Umwege zu machen mit Ihrer massiven Persönlichkeit. Also eins weiß ich, dem brösel ich demnächst ein bisschen Strich in den Kaffee. Was ist das, Maria? Was ist denn jetzt? Wieder. Von draußen, vom Walde kommt er her und muss uns sagen, es schneit gar sehr. Kurt, bist du verrückt? Was heißt verrückt? Es war im Vorzimmer. Wahrscheinlich tracht's die Hilde, wenn sie mit dem Hund eiseln geht. Aber wieso? Ihr habt's doch gar keinen Hund. Hilda, sei doch nicht so kleinlich. Schau, wenn sie einen Hund hätten, so würde die Hilde, wenn sie dies äußerte, dieses Kostüm tragen. Kinder, ich bin völlig fertig. Ich bin da vorhin runtergegangen zu meiner Wohnung und hab geschaut, Tür war offen, nicht? Und da hab ich dann gehört, wo meine Sachen sind, die Koffer mit meinen Kleidungsstücken. Der Hausherr hat sie. Der Hausherr. Na, das ist doch alles in Ordnung. Aber nix ist in Ordnung. Mit welcher Begründung soll ich denn zum Hausherrn gehen und meinen Koffer mit den Kleidern verlangen? Und zweitens, was soll ich denn anziehen, wenn ich rund kann? Doch nicht so. Unmöglich. Ja. Der siebte Zwerg da in Schneewittchen kann ich ja nicht runtergehen. Sag mal, was hast denn du angehabt, wie dich die Hilde hinausgeworfen hat? Naja, was heißt ein grauen Anzug, aber die Hilde hat ihn ja in die Putzerei gebracht, weil er voller Flecken war. Ja, natürlich, der war in einem Zustand, hätte sich ja sowieso nirgends zeigen lassen können. Die Putzerei hat mir versprochen, sie reinigen express, sie haben es nicht getan. Also, was mache ich denn jetzt mit dir? Na doch was, der Franzi wird mir einen Anzug borgen. Meine, so kann ich doch meinem Schicksal nicht entgegentreten. Na ja, bitte, was wird mir übrig bleiben? Ich werde ihm einen Anzug borgen. Ja. Ich meine, er wird sicher mit dem Anzug nicht zufrieden sein, denn ja, der Anzug wird nicht genügend exklusiv sein, wird also nicht absolut seinem modischen Geschmack entsprechen. Ja, das glaube ich auch, nicht? Kann man schon vorstellen. Beamtenmausgrau, ne? Na, ich habe ja keine andere Wahl. Hila, jetzt denke ich an dein chinesisches Baby. Also Kinder, ihr habt's Nerven. Ihr tut's da herumreden, wenn mir der Hut brennt. Ja, na bitte, komm. Ich weiß schon, was wir machen. Komm mit mir. Ja. Aber nicht in Chambre separé, sondern ins Schlafzimmer. Also gut, Franzi, es ist Zeit, es dir zu sagen. Was täte eine wirklich, wenn ich dich nicht hätte? Nur ja, ganz einfach. Du würdest weiterhin längere Zeit als Wurzelsepp herumgehen. Also komm, bitte.
So, da, zu mir könnt's losgehen. Ja, du, also von mir aus auch. Aber nur leider fehlt noch die halbe Band. Bitte, ich verstehe das überhaupt nicht. Können Sie mir sagen, wo der Bernie so lang bleibt? Der Möllwurm, na ja, der wird sich fein machen gegangen sein. Fein machen, und der Tommy? Ist das ja, der ist ja in seine Mutter reingerannt und die wird ihm jetzt wahrscheinlich dauernd abbusseln. Weil die kommt nicht mehr aus Amerika, wissen Sie? Ja, und was ist, als den Filmen was? Da tun ja die dort den Nachwuchs nicht, weil der nicht zahm stauchen oder abbusseln. Aber das ist so ein Blödsinn. Dem Tommy, seine Mutter, ist doch eine Wienerin. Ach so, da hat's aber eher Glück gehabt. Aber die weiß noch gar nichts vom Tommy, seiner neuen Dutschin eher. Weil da könnte es aber schon unter Umständen, glaube ich, schon ein paar gräbere Bresel geben. Ja, ja. Also Sie, Herr Silvio, Sie wissen wohl alles, was? Ja, bin ich ein Hausmeister oder nicht? Ja, stimmt na, allerdings. Bin ich ein Gusto-Stückel oder nicht? Wui, hörst du, schaust ja aus wie der Abendstern zum Mittag. Er ist totaler Partnerlook, gell? Also, Burschen, ich muss euch sagen, mein Kompliment, toll. Ihr schaut ja aus nicht, wie echte Vollprofis. Ich glaube, da muss ich mich auch noch in Schale werfen. Ha? Jetzt fehlt nur noch der Tommy. Ja, aber wir können ja eigentlich mit der Probe schon anfangen. Ja, ja genau. Weil der Tommy singt ja dann eh nur so ein bisschen mit und das braucht man, glaube ich, ganz genau. Ich meine, wenn das Ganze ja nur Spaß sein soll, ein bisschen eine Belustigung für unsere Gäste, aber blamieren wollen wir uns ja doch nicht. Ne? Also, pass auf, machen wir mal die erste Nummer, was wir gesagt haben, gleich was Flottes. Ja? Tutti Frutti. Okay, see? The ba ba the ba ba boom, the tutti frutti, wa ro 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 Das ist ein schönes Song, ich weiß nicht. Aber vielleicht tun die Herren ein bisschen Instrumenten stimmen. Das soll immer ein musikalisches Missvergnügen sein. Er ist dann so, das ist für Musiker hinderlich. Entschuldige, bitte. Ja? Wer ist das? Wer macht das? Was machen Sie jetzt? Ja, bitte das Ganze, was? Nein, das Ganze. Irgendwer klopft da vollkommen falsch. Immer da. Na, ich war das. Oh, oh, ich weiß, wer das ist. Das ist der Herr Pavel, der steht vor der Tür und klopft an. Mein Gott. Ein Taktgefühl hat der wirklich. Ja, wir werden ihn reinlassen müssen. Ich meine, das ja, ist keiner, der freiwillig steht. Nie zum Probieren, glaube ich. Guten Abend. Meine Herren, habe ich die Ehre, meine Verehrung. Guten Abend. Freue mich, Sie zu sehen. Ich wünsche einen unerhört angenehmen Abend. Ich hab mir gedacht, ich komme ein bisschen früher her, aber was sagst du zu mir was? Na, ich komme ein bisschen früher her, weil so ein Hausball, der wirft ja seine Schatten im Voraus hinaus. Noch dazu, wo wir eine Lebendmusik haben, was? Ja, also vorläufig versuchen wir nur, dass wir gegenseitig den Rhythmus finden, dass wir zusammen, aber ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, wenn wir nicht endlich dazu kommen, ein bisschen zu probieren. Das werde ich helfen. Ach so? Das werde ich helfen. Ja? Na was? Na, ich habe ja ein unerhörtes musikalisches, so ein Taktgefühl habe ich. Und außerdem, ich bin ein Zuhörer par excellence. Par excellence. Ja, na, also gut dann. Also gehen wir's an. Also bitte, wenn Sie glauben. Ja, ein bisschen so. Also gut, ja. Nochmal. Entschuldigung, seien Sie mir nicht böse, aber ich glaube, es ist vielleicht doch besser, wenn Sie nicht dirigieren. Hm? Wieso? Was steht denn, wenn ich dirigiere? Ja. Ich glaube, ich kann ein bisschen einen Takt schlagen. Ja. Na, pfiat mich. Ah, Herr Pavel, ja. Ich glaube, wir müssen das erst selber finden, den richtigen Rhythmus, ja, und Takt, genau. Damit man da weitermacht. Kann ich so klopfen, wissen Sie? So. Wissen Sie, aber wenn Sie wirklich eine große Hilfe für uns sein wollten, dann hätte ich eine sehr gute Idee. Ich weiß. Ich soll singen. Ich hab so ein kleines Lied, so Anime Doride, ne Prejuschecho, dim Sattebu. Oder die andere Sache, diese, wie mein Freund, dieser Kammersänger Holezeg immer singt. Also wenn der singt, glaubt man, es ist der Pravi. Und dann dieser, wie heißt der, dieser Pavarotti, oder wie heißt der in der Oper? So, Sole mio! Moment, das Wichtigste kommt erst, das ist dieser. Ja, aber Herr Pavel, ist Sie vielleicht... Ich bin noch nicht fertig, der macht ja 10 Minuten, macht er so. Aber ist Sie vielleicht doch besser nicht singen, sondern, wissen Sie, die ganzen Mehlspeisplatten, die wir noch hinaufzubringen, und da wären Sie wirklich eine sehr große Hilfe. Ich habe mir etwas Künstlerisches vorgestellt.
Was Künstlerisches, wieso ist die Otti und der Janik nicht da? Sehen Sie, beim Hinaufgehen werde ich Ihnen erzählen, was dem armen Meister Edi passiert ist. Ist ihm was passiert? Das kränkt mich. Er hat doch zwei linke Hände, sagt immer so geschickt, dass er ist. Das, und dabei ist ihm was passiert, der Meister. Das kränkt mich. Also, das ist wunderbar. Jetzt sind wir den Pavel los, aber dafür auch den Bernie. Und da soll er so. Das wäre funktionstüchtige Band, das uns werden. Naja, wird schwierig. So, also, da haben wir wieder den Kurti. Ich meine, es ist nicht direkt ein Maßanzug, aber ich meine, ich habe ihm heute halt das gegeben aus der Zeit, wo ich selber fast 100 Kilo gewogen habe. Was heißt das? Der knackt und kracht doch in allen Nähten, schau ich aus, wie der Afschecki aus der Eisrevue. Was ist denn das Hemd da? Hast du wirklich so einen Händelhals? Moment, lass den Hals. Vom Franz in Ruhe, ja? Ja, außerdem sei froh, dass du was zum Ansehen hast. Aber ich bitte dich, ich bin ja seinen Charme gewöhnt, nicht wahr? Du, sag mir jetzt nur eines, Kurti. Also, wie soll das weitergehen? Was wirst du jetzt machen? Du, ich werde runtergehen zum Hausball und dort das Tanzbein schwingen, ne? Also, das weiß ich nicht, ob dir das gelingen wird, denn die Hilde wird dich jedenfalls vor den Leuten rausschmeißen. Ja, ja, in diese nervliche Situation hast du sie gebracht. Ja, du, das fürchte ich auch, nicht wahr? Wirst du denn diese Blamage ertragen? Ich werde mir natürlich eine gute Ausgangsposition verschaffen. Ich werde jetzt in die Mansarde gehen, werde einen sehr netten, menschlichen Brief schreiben, oder? Den werde ich ja dann doch Mitzelsleute zuspielen lassen. Ja gut, ist ja ganz gut mit den Mitzelsleuten. Aber, ich meine, was wirst du ihr denn schreiben? Ich werde sie um Verzeihung bitten. Ne? In allen Punkten. Nicht? Ich meine, es ist für mich furchtbar. Aber was soll ich denn tun? Ich werde ihr sagen, sie soll einfach Geduld mit mir haben. Nicht? Das Kind, das ist doch ein faires Angebot. Ja, ja, das ist sicher sehr fair. Ich fürchte nur, weißt du, die Hilde kennt schon solche Angebote von dir. Ich weiß nicht, ob sie sich noch einmal von so einem Getue von dir einwickeln lassen also wird. Gut, Franzi, das werden wir sehen. Irgendwo, ich meine, hat sie mich sehr beeindruckt. Die Zizimaus, ich muss dir ehrlich sagen, sie ist ein toller, fantastischer Kerl. Ich meine, ich habe sie immer gern gehabt, letzten Endes, und sie ist eine großartige Persönlichkeit, das muss ich schon sagen. Also, Franzi, servus, ich danke dir für alles und danke auch dir, Hilda. Und bitte. Wir sehen uns nachher beim Lambada. Also, Franz, weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Na? Ja, ich sehe so eine kleine Spitze von dieser Blüte in den Stacheln drin. Da kommt sogar ein bisschen. Ja. Du wirst dir noch was sagen. Ja? Weißt du, dass es eine Kaktusart gibt, na? Die überhaupt nur einmal im Leben eine Blüte hat? Oh. Ob das wohl jetzt gerade so ein Ereignis war, das wir erlebt haben? Ja, servus Ottino, fantastisch kostümiert, fantastisch. Servus Kasimir. Wie geht's dir denn? Alles in Ordnung? Ja, herein. Ah! Ja, da bist du. Für mich ist das wirklich guten Morgen, denn ich kann mit der Zeitumstellung nicht fertig werden. Ja, herzlich willkommen, liebe Elfi. Na, und jetzt erzähl mir zuerst einmal, na, wie warst du denn in der Wohnung von der Petra? Und wie hast du gut geschlafen in dem Bett von der Petra? Naja, es geht. Aber wie ich jetzt aufgewacht bin, ich hab mich überhaupt nicht konzentrieren können, wo ich bin. Okay. Naja, ich meine, das musst du verstehen. Jedenfalls ist es herrlich, dass du da bist. Ja, und es war wirklich höchste Zeit, dass du gekommen bist. Ja. Na komm, stell mal nicht herum, setz dich nieder. Komm. Danke. Mein Gott, alles wie früher. Ja. Das Zimmer, die Uhren. Ja. Aber den Kasimir habt ihr vergessen aufzuziehen. Stimmt, hast du vergessen. Ihr beide. Ihr habt keine Ahnung, wie mir zumute ist. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich in meiner Wohnung schlafen werde. Also, ich sage in meiner Wohnung. In der Wohnung vom Tommy schlafen werde. Er war ja rührend. Er war
so rücksichtsvoll. Er hat gesagt, nein, Mama, du musst unbedingt in der Wohnung von der Petra schlafen. Ja. Dort ist besser aufgeräumt und dort ist es gemütlicher. Ja, das so. Musst du verstehen. Du bist ja sehr überraschend gekommen. Und der Tommy schafft das nicht so schnell, die Wohnung auf Glanz zu bringen, nicht? Naja, ich bin ja sehr überraschend gekommen. Das, ja, das habe ich gemerkt, wie ich angerufen habe und der Franz am Telefon sehr merkwürdig geklungen hat. Ah, Franz, wieso warst du merkwürdig am Telefon? Ich weiß nicht, ich habe merkwürdig geklungen. Ja, kann ich mir nur damit erklären, dass die Verbindung nicht sehr gut war. Und auch heute Nacht am Airport und dann im Restaurant habt ihr eigentlich alle sehr merkwürdig geklungen. Ja. Nein, bitte. Nein, ich will das nicht mehr. Bitte schwindelt mich jetzt nicht mehr länger an. Ich war jetzt unten. Ich wollte in meine Wohnung. Ich wollte den Tommy sehen. Ich läut an. Da macht mir eine Person auf, im Negligé, mit Blumen im Haar. Und wie ich sage, bitte, ich bin die Mutter von Tommy, ich möchte ihn sprechen, kriegt die doch einen derart hysterischen Lachkrampf. Und sagt, nein, und das geht nicht, und der Tommy ist nicht da, und sie kann mich nicht empfangen. Und ich finde das wirklich komisch, dass eine wildfremde Person mich vor meiner eigenen Wohnungstür stehen lässt. Also wir, es ist kein Sinn, also lang herumzureden, weil wir haben also gemeint, dass wir uns nicht einmischen sollen. Aber niemand kann mich daran hindern, die Wahrheit zu sagen. Also, diese Person, die dir da aufgemacht hat, das ist seit einiger Zeit Tommys Geliebte. Bitte? Aber das kann aber doch nicht wahr sein. Gott sei Dank, dass das endlich ausgesprochen ist. Ja, aber entschuldige bitte. Aber diese Frau ist doch mindestens, also ich meine, die ist doch fast, also ich meine, die muss doch fast in meinem Alter sein. Was ist denn da dem Tommy für ein Ausrutscher passiert? Oder hat er einen Mutterkomplex? Ja, das weiß ich nicht. Also vielleicht hat er einen Mutterkomplex. Naja, also jedenfalls, liebe Elfi, es hat ja keinen Sinn. Also du wirst jetzt alle Hiebe auf einmal bekommen. Also. Diese Person ist Tommys große Liebe. Und sie hat drei Kinder. Und sie ist verheiratet. Aber sie lässt sich scheiden. Mhm. Und dann wird sie der Tommy heiraten. Mhm. Ja. Naja, jetzt weißt du alles. Ja. Jetzt weiß ich alles. Ja. Und wie lange geht diese Geschichte schon? Na ja, nehme an, so circa 3-4 Monate. So. Und jetzt muss ich das erfahren. Und nur durch Zufall, weil ich irgendwie alarmiert war durch das Gestottere von Franz am Telefon, wie ich angerufen habe. Auf die Art muss ich erfahren, was mit dem Buben los ist. Ja, Gott, Elfi. Ja. Hm? Ja, also gut, also ja. Bitte schön, gut, also. Das ist, was ich von mir aus, also gut. Also, hast du dir eigentlich schon überlegt, Elfi, dass du ein paar Jahre weg warst? Oder hast du dir überlegt, dass in dieser Zeit der Bub, wie du ihn nennst, ein Mann geworden ist? Ja, hast du den nicht gestern abends angeschaut? Also was hätten wir da tun sollen? Ja, hätten wir vielleicht sagen sollen, du, nicht, dass du dich mit der Person einlässt. Ja. Oh, oder andere Möglichkeiten, wir würden sagen, pass auf, wenn du dich weiterhin an die anklammerst, da ruft man die Mama an, dann kommt die Mama und die wird dann den Hinter... Nein, ich meine, das ist doch alles ganz sinnlos. Was sonst hast du da vorgestellt, was wir machen sollen? Gut, ich gebe zu. Also wir haben zunächst einmal geglaubt, dass es nicht notwendig sein wird, das Ganze wird sich ganz von allein auflösen. Ich habe dir aber gesagt, sie wird böse auf uns sein und wird uns vorwerfen. Ja, ist ja gut. Nicht wahr? Aber andererseits, wir wollten nicht verlieren den Tommy. Was wäre denn gewesen? Der Tommy hätte heute nicht mehr mit uns verkehrt. Nicht wahr? Und geändert hätte das Ganze selbstverständlicherweise gar nichts. Bitte. Bitte verzeiht mir, ja? Naja. Hilla, bitte, ja. Franz. Ich weiß ja, dass ich an allem schuld bin. Naja, also, das ist übertrieben. Aber natürlich, ich hätte mich mehr um ihn kümmern müssen. Ich hätte nicht so lang drüben bleiben dürfen. Elfi, du hast damals das einzig Mögliche und Vernünftige getan. Du hast uns den Tommy übergeben. Und wir,
Wir haben den Tommy die ganze Zeit ja so behandelt wie unseren Sohn. Ja, das ist wirklich so, Elfi. Weißt du, und ich habe eigentlich im Tommy immer auch ein bisschen den Ernst gesehen. Schau mal, und der Ernst, das kann ich dir ja jetzt gestehen, bevor er dich kennengelernt hat, du, da hatte er auch seine Phasen und die waren gar nicht so einfach. Na ja, jetzt bin ich ja direkt froh, dass ich den Tommy nicht angetroffen hätte. Wahrscheinlich hätte ich genauso falsch reagiert, wie ich jetzt bei euch falsch reagiert habe. Na ja, jetzt habe ich halt Zeit, ein bisschen nachzudenken. Aber ihr müsst mir raten. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Soll ich jetzt tun, als ob ich alles wüsste? Oder soll ich nichts wissen? Oder soll ich mich überhaupt nicht verhalten? Wenn Teenager träumen, wow, es küsst sie an, wow, das ist für sie schöner, wow, als der schönste Roman, wow, noch schöner als Kino, und heiße Musik, denn Teenager träumen so gerne von Glück, von roten Rosen. Nein, Moment, na, entschuldige, warum spinnst du so laut auf einmal? Na, aber laut ist aber normal wirklich ganz anders, das eh leise. Ja, schon, aber wir sind in keiner Disco, darum sind die alle derisch. Ja, aber schon recht, meine, gewisse Rhythmen haben wir dann die echte Power, wenn man richtig einfetzt. Ja, also richtig einfetzt, ja, da hast recht, aber genau. Eine Fetzernummer, aber das ist ein Slow. Für die ältere Herrschaft Nostalgie, ja? Na komm, also noch mal weiter. Von roten Rosen, vom ersten Du, von zärtlichen Worten, beim Rande schalalalalala, es scheint euch genauso. Stopp! Ja, der Herr Guido steht vor der Tür. Kann man ihn auch draußen stehen lassen? Du, wir kommen nicht zu probieren. Das ist unglaublich. Na, sowas! Guten Abend. Wird aus der Konditorei ein Tanzlokal. Guten Abend allerseits. Guten Abend, meine Verehrung. Na, na, wir probieren noch ein bisschen für den Hausball am Abend. Ja, bitte, aber nehmen Sie Platz und hören Sie zu, Onkel Guido, ja? Dankeschön, aber nur einen Moment. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Eine Idee könnte ich vielleicht noch einen kleinen Kaffee kriegen. Ja? Aber kein Problem. Gerne. Schön, Herr Guido. Du kannst echt den Hut drauf fahren. Also so kommt man eigentlich nie zu einer Probe. Naja, aber sind Sie da heute am Abend beim Hausball? Naja, es kommt darauf an, ob ich noch einen Single für den Schlafwagen kriege. Die Hansi hat nämlich erklärt, plötzlich erklärt sie mich noch Venedig. Hier ist ihr zu kalt, hat sie gesagt, zu fad und zu langweilig. Sie will lieber den Pferden von San Marco in die Augen schauen als mir. Na, sie müssen sich nichts dabei denken. Ja, öfter solche Anfälle. Ich begleite sie zum Zug. Bitte, es ist möglich, dass sie dann auch wieder umkehrt. Das hat sie auch schon gemacht. Wirklich wahr? Also eine Frau kann, wenn sie will, ganz schön anstrengend sein, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das ist sie. Aber ich bin gescheit. Ich gebe nach und so erhalte ich mir meinen eigenen Freiraum. Ah, da ist der Kaffee. Bravo, servus, danke schön, sehr lieb. Ah, könnte ich eigentlich noch eine kleine Verschnaufpause machen, ja? Kinder, ich habe eine Idee. Wie wär's mit ein bisschen Musik, eine nette aber Musik? Gern. In der Zwischenzeit vielleicht ein gemütliches Heurigenlied. Ein Vorschlag, hm? Heurigenlied? Haben wir bis jetzt noch keins gespielt? Ja, probieren wir einfach ganz gut. Aber auf der anderen Seite ist es warm. Wir brauchen ja zwei, drei Heurigenlieder am Abend. Warte, mir fällt dann sein. Wie wär's denn mit der Erste war's aus, wird sein? Kannte ich das dem. An das Lied habe ich gedacht. Na, dann probieren wir's. Das ist gespenstisch. Ja, das muss also, aus wird sein. Genau. Macht ja nichts. Hör zu. Hängt ja an S-Tür, ja? Gut. Erste war's aus, wird sein. Mit einem Museum, dann Wein, dann packt man dies im Zwetschgen ein, in der Nacht. Wanderwein, und wo die Muse steht, in die mir werden so verliebt, dann ist sie gefreut. So lang im Glas, ein Treppel drin ist, solang die Geige noch volle Melodie ist. Und so lang es noch ein Tulikstöckes machen darf, da sagen wir werden noch ein Jahr und wollen nicht auf. Bravo, wie gut. Ich tue mein kleines Trinken für die Kapelle. Trinken Sie ja gerne. Kinderspitzen noch was, ja? Was noch eins? Irgendwo was heute. Ja, was arbeiten wir schon? Komm, zusammen, ja? Bitte. Wir wird schön erst bei Nacht, das wird's auch sein. Ist eben
war Wind jetzt schön erst bei Nacht. Aber in der Nacht, da schlafe ich meistens schon. Na ja. Aber was wäre, wenn ich zum Fenster hinausschauen wollte? Wo sehe ich in Venedig, wenn ich zum Fenster hinausschaue? Lauter Wasser. Was da drunter von dir? Wahrscheinlich lauter Pikantrin. Harte Eier garniert mit Fischern und schaut, das ist was Schönes, das esse ich gern. Wie sagen die Amerikaner? Rolling Mopses. Wunderbar. Aber Herr Pavel, das Buffet ist noch nicht eröffnet. Später dann können Sie nach Herzenslust zugreifen. Das ist das Traurige im Leben. Man hat auf was Gusta und man kriegt es nicht. Und später, wenn man es dann kriegt, hat man meistens kein Gusta mehr. Das wünschen die Leute so verbittert. Wenn Sie wollen und Durst haben, einen Schluck Bier kann ich Ihnen anbieten. Bitte, ja. Ja? Der Schluck Bier möchte ich gern haben, weil ich die ganzen Sachen heraufgeschleppt. Und diese Hatscherei da herauf ist ja fürchterlich. Mit den vollen Händen. Bitte? Aber ich habe einen Brief in der Tasche, den muss ich der Frau Hilde geben, aber es hat Zeit. Der hat mir den Brief gegeben, hat gesagt, es ist furchtbar dringend, aber alle Post, was so dringend ist, enthält meistens traurige Nachrichten. Da wird es auf dieses Schluckerlbier auch nicht mehr ankommen. Post! Ja, nachdem mir meine Sekretärin gesagt hat, dass sie wiederholte Male angerufen haben, habe ich gedacht, ich gehe ganz einfach gleich hierher. Da bin ich, Frau Hilde. Ich danke Ihnen sehr, Herr Doktor. Ich will wirklich mit Ihnen reden, bevor all die anderen kommen. Ich habe nämlich eine private und da ist auch geschäftliche Fragen. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, gnädige Frau. Bitte nehmen Sie doch Platz, danke. Herr Doktor. Wollen Sie etwas trinken? Nein, bitte. Sie haben vorhin gesagt, das Wort geschäftlich und damit gibt es für mich keinen Alkohol mehr. Sie wissen, bei mir ist das ganz exakt. Vergnügen und privater Spaß werden getrennt. Also, worum geht's denn? Ja, es ist mir so schrecklich peinlich. Bitte, bitte, Frau Hilde. Diesen Satz, den höre ich ununterbrochen. Was bin ich? Ich bin ein Rechtsanwalt. Zu mir kommen doch Menschen nicht, weil sie fröhlich sein wollen. Ja. Zu mir kommen Menschen mit Problemen. Zum Beispiel Heirat, Scheidung, ja. Gütertrennung etc. Ja, das stimmt alles, Herr Doktor. Und ich möchte erst fragen, bevor ins eiskalte Wasser springen. Na, da sind Sie bei mir vollkommen richtig. Ja. Verzeihen die Störung, hochwerte Versammelte. Entschuldigen bitte schön, gnädige Frau. Ach, Herr Pavel. Jesus, der Dr. Heidenstein, wie geht's denn? Grüß Gott, reich, mein lieber Reich. Ich bin nicht reich. Nein, ich bin Heidenreich. Sie sind Stein. Heidenreich, Stein auf dem Heidenreich. Na, setzen Sie mir wieder. Also der Dr. Heidenschuss immer hat das in seine Witze. Bitte, ja. Herr Gemahl hat mir einen Brief gegeben und hat gesagt, ich soll Ihnen den Brief bitte übergeben, aber Sie sollen ihn lesen, bevor der Hausball anfängt. Ja, danke. Aber der ist ja offen. Jungs. Sie werden ihn doch nicht gelesen haben? Ja, ich hab's versucht, aber er schreibt so eigenartig, wie er ausschaut, der Herr Gemahl. Ja, bitte wollen Sie nicht sitzen und oh ja, mit dem Rest ist ein ganzer Roman. Also ich glaube, bevor ich noch einen Schuss vom Herrn Pavel bekomme, bringen Sie mir ein Glas Wein, weil das wird jetzt sicherlich nicht mehr geschäftlich, sondern privat. Gnädige Frau, bitte für mich auch ein Glas. Ja, natürlich. Ich kann es vertragen. Dankeschön. Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal klopf ich dann an deine Tür. Jeder Wochentag kann ein Feiertag sein. Du magst dich schön und für mich allein. Ich trag den Schlips, den du gerne hast, weil er so gut zu deinen Augen passt. Dann sag ich wieder zu dir, siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal sind wir dann im Paradies. Bravo, die Kapelle, wirklich beeindruckend. Aber mit einer Dame möchte ich dazu nicht tanzen. Dann nur mich. Ihr wisst ja gar nicht mehr, wer das war. Das war der Schnellste. Für den wäre das ein Fressen gewesen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Meine, wir müssen natürlich schon auch ein bisschen was spielen, wonach ältere Herrschaften ein bisschen tanzen können. Na, was wäre das? Was denn? Uncle Satchmo's Lullaby zum Beispiel. Das ist ja gut. Da musst aber du die Gabriele singen, die Kleine. Okay. Ha? Das ist okay. Gut. Ich sag gute Nacht. And I'll say night. Es leuchtet und schreit. Oh yes, I see the light.
Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. Weil Onkel Setschmus im Süß. Das muss ja nicht gerade ein Wiegenlied sein. Wie wär's mit einem Tango? Da hält man sich im Arm, schaut sich tief in die Augen und findet gemeinsam den Rhythmus. Da weiß man gleich, wie man zueinander passt. Harmoniert, wie man miteinander. Na, Tango ist man momentan nicht in. Ja, ich weiß eh, was in ist. In der einen Ecke ist der Bursch, in der anderen Ecke das Madel. Und dazwischen machen sie allein Zuckungen. Ja, und ein Krach, Blitze, ein Funkenregen. Na, da bin ich lieber nicht in. Ihr Jungen, ihr seid's arm. Ihr wisst ja nicht, was euch an Romantik entgeht. So, ich nehme jetzt Urlaub, ich geh und sag Adieu. Vielleicht komme ich wieder, vielleicht kehre ich um, dankeschön, mit der Hansi. Der fällt verschiedene sein, kann ja sein. Und dann wünsche ich mir, nein, ich befehle es, einen Tango. Servus. Wiederschauen, ja. Guido. Na ja, Weihnachten ist zwar vorbei, aber jeder wird sich was wünschen wollen. Wahrscheinlich ja. Genau das, was wir gar nicht drauf haben. Na, das ist wahr, das passiert meistens. Aber Moment, einen Tango, den haben wir ja probiert gestern schon. Oh ja, das ist eine wahr, Tango, da können wir Onkel Guido überraschen. Komm, hast du eingestellt? 118? Nein, ich bin heute dicht. 100, nein, 22. Ja? Na gut, also. Moment, Finger, lag weg. Gut, geht's? Tango, corrupti. Wann einer drauf kommt und entpuppt dich, nimmst du nein, dein nein, entschuldigst bitte. Ja, warst du die ganze Zeit? Ich habe leider dringende Wege gehabt. Die Silvia hat unbedingt eine Orchidee haben wollen für ihr Cocktailkleid. Da glaubt sie vielleicht hier irgendwo in der Gegend gibt es einen Blumenstand, wo man Orchidee kriegt. Und außerdem ist meine Mutter angekommen und jetzt weiß ich nicht so recht, soll ich sie abholen? Ich glaube, ich frage am besten meinen Großvater. Das ist ja alles durcheinander. Ja, du, das sind natürlich auch ganz außergewöhnliche Umstände, Tobi. Das sehen wir schon ein. Natürlich. Ja. Singen tue ich immer. Tu mir eh selber. Okay, bitte, du hast einen Frosch im Hals. Na bitte, den habe ich mir angezüchtet, weil der ist wieder ihn. Sag einmal, Tommy, du, das muss ja direkt überwältigend sein. Ich meine, wenn nach so langer Zeit plötzlich die Mutter wieder auftaucht. Ja? Überwältigend, das wird sich erst herausstellen. Na, das ist. Ich habe sie jetzt lange genug schmerzlich entbehrt, aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Und außerdem glaube ich, dass ich mir eher eine Verteidigungsrede zulegen muss. Sie wird mich bestimmt in die Zange nehmen. Also, Freunde, bitte entschuldigt, ich habe heute wirklich keinen Kopf. Für Musik, das ist alles überhaupt kein Problem. Kümmere dich um deine Angelegenheit und wir probieren dabei weiter. Das ist lieb von dir. Ja? Okay. Danke. Ja. Bis später. Also nochmal, komm. Gut. Abgewöhnt. Hast du dir deine Mutter? Es geht schon ein bisschen stark unter die Haut. Entschuldige, Mutti, aber der Horcher an der Wand. Nein, das wird jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, er hat seine eigene Scham. Ich weiß, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Aber weißt du, ich habe mir damals gedacht, die Niki mit dem Kind und der Kleine, die brauchen mich dringend. Und du und die Petra, ihr wart irgendwie so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so fertig. Und dann habe ich mir auch gedacht, dass ein Mädchen das alles viel leichter verkraftet. Bei dir habe ich mich sehr geehrt. Um dich hätte ich mich kümmern müssen. Kannst du mir das je verzeihen, Tommy? Da gibt's überhaupt nichts zu verzeihen. Schau, du hast das einzig Richtige gemacht, was es zu machen hat gegeben, aufgrund der äußeren Umstände. Und außerdem waren ja eh die Großeltern da. Die haben wahrlich Übermenschliches geleistet. Mein Gott, die war halt in einigen blöden Phasen, wie halt viele in meinem Alter. Also, um ehrlich zu sein, bin ich noch mittendrin in einer blöden Phase. Ich weiß. Aber hübsch bist du geworden. Es ist kein Wunder, dass dir die Weiber nachrennen. Aber um eins würde ich dich bitten, Tommy. Halt bitte mir gegenüber keine Verteidigung schreiben, ja? Ich greife dich nicht an. Ich werde mir doch nicht die paar Tage, die ich hier bin, dadurch verpatzen, dass ich als Kluge herumrenne. Was hast du jetzt gehört? Das war ein Polterer. Ein ganzes Gebirge, das von meinem Herzen gefallen ist. Ja. Also von mir wirst du auf alle Fälle nicht in die Zange genommen, ja? Ich möchte nur einen ganz kleinen Rat geben, ja? Weißt du, was diese sogenannte Liebe betrifft?
Die hat so viele Facetten. Und wenn sie sehr heiß ist, dann muss man aufpassen, dass wenigstens ein bisschen Wärme zurückbleibt. Und wenn du wieder mal so eine große Liebe hast, dann prüf dich, ob du ein bisschen Wärme behalten kannst. Hm? Ja. Also alles klar? Kriminaltango. Hm? So. Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten, gleißendes Licht. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er flüstert leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Und der Herr da mit dem Kneif. Vergiss es, vergiss es. Was ist das, der Heinz? Hallo, Bernd, entschuldigen Sie. Bitte, Herr Doktor, kommen Sie. Ja, danke schön. Guten Abend. Sie, das ist der Doktor Schandt, den habe ich zufällig am Südbahnhof aufgelesen. Mit den Armen haben sie die Brieftaschen und Geld und alles gestohlen. Freut mich, guten Abend, ich bin der Bernie, ich bin der Dick. Vorsicht, Vorsicht! Ah, ich bin der Silvio. Aufpassen. Könnte man vielleicht nicht die Breiteln abnehmen? Ja, wenn ich wieder fast geköpft. Tut mir leid, ich kann mit Schier nicht umgehen. Aber ich. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hellmann, ich bin der Hausherr. Freut mich sehr. Guten Abend, freut mich. Ich habe ohnehin auf dem Semmering beruflich zu tun. Da werde ich einen Skikurs belegen. Wissen Sie, ich wollte schon immer Skilaufen lernen. Diese Slaloms und Abfahrten im Fernsehen, die haben mich schon immer. Abfahrt sind wir besonders gut. Heute hat Österreich Gold gemacht in der Abfahrt. Petra Kronberger. Ja. Na, da gratuliere ich aber sehr herzlich. Ja, schon der große Konfuzius hat ja gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Also, einer rotiert jetzt nicht in der Gruft, der Konfuzius oder der Goethe. Aber das macht nichts. Schon mein Vater war ein großer Skiläufer. Aber es ist ja nie zu spät, hat schon Goethe gesagt. Und jedes Ding hat seinen Beginn. Es klingt zwar eher nach Busch, aber wurscht, nicht? Also egal. Ja. Wie Sie sagen, egal. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr? Ja, ja, bitte schön, Herr Doktor, setzen Sie sich her. Und Ferni, vielleicht magst du dem Herrn Doktor einen Tee mit rum zum Aufwärmen. Das wäre äußerst freundlich. Wissen Sie, ich habe nämlich draußen die ganze Zeit im Freien auf einer Bank gesessen. Es war sehr kalt, aber faszinierend. Warum? Ich hätte fast Serbo-Kroatisch gelernt. Aber okay. Naja, jetzt bin ich hier bei Ihnen. Sie sind alle so nett zu mir. Jetzt lerne ich Wien doch noch von seiner sprichwörtlich charmanten Seite kennen. Ja, so, hoffentlich. An doppelten Cognac vielleicht zum Tee dazu. Dankeschön, das wärmt bestimmt auf. Prost. Prost, herzlich auf Ihr Wohl, Herr Doktor. Also, Sie sind ein reizender junger Mann. Sie haben sicher eine große Zukunft vor sich, aber Sie haben einen scheußlichen Weinbrand. Und wo sieht man bitte, dass ich eine große Zukunft vor mir habe? Na, an den Augen. Schon Kant hat gesagt, die Augen sind der Spiegel aller Vorgänge, die im Innern der menschlichen Seele ablaufen. Das hat ja der dafür gesagt, wenn der Tag lang war, nicht? Der. Und wo werden Sie heute übernachten? Och, Sie zerbrechen sich den Kopf über meine Nacht. Das finde ich ja rührend von Ihnen, das ist ja reizend. Nein. Ich muss ehrlich gestehen, da bin ich auch noch etwas ratlos. Aber Sie haben Glück. Sie haben Glück. Es gibt nämlich hier im Haus gibt es den Dr. Lafitte. Das ist ein pensionierter Sektionschef. Und der hat eigentlich nur ein einziges Hobby im Leben, nämlich sich in das Leben fremder Leute zu mischen. Und wir werden einfach Ihr Problem werden wir an ihn delegieren. Das ist eine gute Idee. Ja. Da kann nichts schiefgehen, glaube ich. So. Ich weiß, Herr Doktor, Sie werden mich jetzt wieder auslachen, aber schauen Sie, wenn sich ein Mensch entschuldigt und demütigt, ich meine tief demütigt, habe ich da das Recht, es nicht zur Kenntnis zu nehmen. Aber Frau Hilde, das ist doch ganz allein Ihre private Angelegenheit, was jetzt mich als Anwalt interessiert. Hat Ihnen Versprechungen gemacht? Oh, eine Menge. Eigentlich nur. Ach so? Jetzt einmal exakt genau, was Ihr gemeinsames Vermögen angeht oder die Wohnung, in die Richtung? Alles, ja. Und ich, alles darf ich haben. Ich kann alles behalten, nur wenn ich ihm wieder gut bin. Bitte, jetzt passen Sie ganz genau auf. Wir machen eine Kopie von diesem Brief. Die behalte ich dann in meiner Kanzlei. Er kann Ihnen das Original immer herauserpressen und das abschwindeln. Und dann haben Sie immerhin noch das als Beweisstück, nicht? Sicher ist sicher. Herr Doktor, Sie glauben nicht an das Gute im Menschen. Tja,
Glauben möchte ich schon, wissen Sie, weil wenn man nicht mehr an das Gute glaubt, dann hat das Leben gar keinen Sinn mehr, nicht? Speziell in diesen Tagen. Ja. Wissen Sie, was ich hoffe aus ganzem Herzen? Dass das Böse und das Gute sich doch das Gleichgewicht halten. Das hoffe ich auch. Ja. Ah, Frau Sockerl, bitte. Yes. Herr Doktor, ja, kommen danke, Sie. Danke vielmals. Kommen Sie weiter. Frau Sockerl, Sie sind so lieb und verstauen vielleicht die Ski vom Herrn Doktor irgendwo, wo Sie sicher sind. Ja, da wäre ich lieber ein bisschen vorsichtig. Wissen Sie, mir ist nämlich heute schon mal was gestohlen worden. Bei uns nicht. Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich kann ja nicht, wenn er ist. Ich meine, das hat er auch nicht gemeint, aber es hat sich ja inzwischen auch bis München herumgesprochen, dass Sie nicht Skifahren, Frau Sockerl, nicht? Weil Sie sich ja sowieso schon im Haus der Stessen über Luft. Da müsste mir aber sofort über Sie da stessen, ja? Schauen Sie bitte, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich habe schließlich Arbeit genug. Sie meint's nicht so. Sie meint's nicht so. Im Grunde ist sie ein gutes, also sie eine Seele von einer Biskuren. Also von einer bitte von was? Einer Beisk. Egal, vergessen Sie es. Kommen Sie weiter. Und ich würde vorschlagen, nehmen Sie vielleicht Ihre kostbaren Ski und nehmen Sie ja, es natürlich. Mit. Sicher ist sicher. Ja, herein. So, bitte. Dankeschön. Ja. Schönen Abend. Guten Abend. Entschuldigung, bitte, ich habe den Doktor Schand mitgebracht. Schauen Sie sich vor, ich habe den zufällig habe ich ihn am Südbahnhof gefunden. Dem Armen haben Sie das Geld, Papiere, alles geraubt. Ja. Entsetzlich. Ja, das ist wirklich sehr unangenehm. Ja, Herr Doktor, wollen Sie nicht vielleicht ein bisschen ablegen? Ach, Heinz, ja, vielleicht ja, sind Sie bitte. Darf ich Ihnen das? Also, Dankeschön. Da kommt ja nichts weg, ich lehne es an die andere. Ja, ja, und wird vielleicht ein bisschen zu heiß werden. Ach, nein, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Na gut, bitte sehr. Dann bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Doktor. So. So, der Heinz auch zu uns. Ja. Ja, Herr Doktor. Was sind Sie denn für ein Doktor? Sind Sie Arzt? Nein, ich bin weder Arzt, noch bin ich Skiläufer. Ich bin Kriminalbeamter. Ach. Und hatte den Auftrag, ein paar alte Kunden zu observieren, also zu beobachten. Und die sind mir leider am Südbahnhof entwischt. Sie müssen entschuldigen, aber ich kann leider meinen Beruf nicht jedem Menschen auf die Nase binden. Diese beiden Herren wollten auf den Semmering. Und um dort nicht so aufzufallen, habe ich mir diese Maskerade besorgt. Also das heißt, dann stimmt nichts. Dann hat man sie auch gar nicht ausgeraubt. Doch, das stimmt leider. Wissen Sie, ich habe keinen Pfennig mehr. Sie können mich auf den Kopf stellen und schütteln, da fällt nichts raus. Na, wollen Sie nicht Ihre Dienststelle verständigen? Dankeschön, das habe ich schon auf dem Bahnhof erledigt. Ja, und dürfen wir Ihnen einen Kaffee anbieten oder einen Cognac? Ja, sehr gern. Ja? Beides bitte. Wär's nicht viel einfacher, wir nehmen den Herrn Doktor mit zum Hausball und dort kann er sich in aller Herzens Ruhe dann am Buffet verköstigen. Ja, herzlich gern. Sie sind alle so reizend zu mir. Sie sind also Kriminalbeamter? Ja. Mein Gott, da müssen Sie aber interessante Sachen erleben, nein? Ja, wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen gern meinen letzten Fall. Bitte erzählen Sie uns. Das ist eine interessante Geschichte. Da gibt es einen Mann, der ist eigentlich recht unauffällig. Der sieht so aus wie Sie oder ich, soll sogar recht nett sein. Ja. Der hat durch verschiedene Schicksalsschläge ist er fast mittellos geworden. Ja, die Frau ist ihm abgehauen, die Kinder waren sowieso schon weg. Und da hat der Mann keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. Es war ihm eigentlich alles egal. Aber eins hat er sich bewahrt. Seinen Sinn für gutes Essen und Trinken. Ja, aber woher das Geld nehmen? Das ist ja nicht billig. Na ja, Gott, von seinem Lohn? Ja, das ist eine andere Geschichte. Die Firma, in der er gearbeitet hat, die hat pleite gemacht. Das auch nicht. Und war arbeitslos. Da er aber auf seinen bisherigen Lebensstil nicht verzichten wollte, wurde er zu einem berüchtigten Zechpreller. Er speist beispielsweise Fasanenbrüstchen auf Kresse, Schaum, junges Huhn mit Trüffeln, Ente mit Speckkraut und alles im ersten Restaurant. Und wohnen tut er ausschließlich in Luxushotels. Okay. Vor einiger Zeit ist er plötzlich verschwunden. Man sucht ihn inzwischen in ganz Europa. Ab und zu wird er mal erwischt, dann hungert er sich, wenn er eingesperrt wird, die paar Kilo runter, die er zu viel hat. Und kaum ist er frei, schlägt er wieder zu. Es dauert immer ziemlich lang, bis man ihn wieder erwischt.
Aber hören Sie, das ist ja faszinierend. Und sonst stellt der Mann nichts an? Ich meine, nein, das ist völlig harmlos. Er will nur schön wohnen und vorzüglich essen. Ja, das ist eigentlich, ich gebe zu, es ist verwerflich, nicht wahr? Aber es ist eigentlich mehr eine Marotte. Ich würde das als eine lässliche Sünde ansehen. Ah, wissen Sie, ich habe sogar eine gewisse Sympathie für diesen Gourmet. Ja, also das ist ein bisschen übertrieben, nicht? Weil ich meine, andererseits, wieso, ich racker mich den ganzen Monat in der Buchhandlung ab und wenn ich dann eine Dame zum Essen einlade, trifft mich jetzt mal der Schlag, wenn ich die Rechnung kriege, weil sie Gusto auf Hummer und Kaviar gehabt hat. Ja, also es war sehr interessant für mich, was Sie erzählt haben, aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich muss mich für den Ball herrichten, ja? Ja, und sagen Sie, lieber Doktor, also Sie behandeln diesen Fall weiter. Ja, ja, seit vielen Jahren schon. Wissen Sie, dieser Mann ist mir nicht unsympathisch. Das werden Sie schon bemerkt haben. Ich denke da wie Sie. Man sollte ihn eigentlich möglichst nicht erwischen müssen. Ja, herein. Guten Abend allerseits. Ja, guten Abend, Dr. Heinrich. Oh. Von der Frau Hill etwas ausrich. Sagen Sie mal. Was, Sie sind schon frei? Sagen Sie bitte, was machen Sie denn hier? Er verwechselt mich bestimmt. Ja, lieber Doktor, das ist der Dr. Scham, das ist ein deutscher Kriminalbeamter, der inkognito sich hier aufhält. Also wenn das ein Kriminalbeamter ist, dann bin ich das Lerchel von Herrn Nals. Das, Herr Sektionschef, ist der Rolf Schand, ein sehr bekannter Zechbriller und Betrüger. Und ich hatte die Ehre, ihn einmal zu verteidigen, vor ein paar Jahren, als Pflichtverteidiger. Und glauben Sie mir, Gesichter, von denen ich kein Honorar kassiere, die vergesse ich nicht. Ja, Herr Doktor, jetzt müssen Sie aber doch ein entscheidendes Wort sprechen. Sie müssen das doch aufklären. Leider sinnlos, er hat mich ja erkannt. Sie sind gar kein Kieberer, also kein Krimineser, kein Kriminalbeamter. Und wir starten dann eine riesige Rettungsaktion für Sie. Ja. Naja, also wenn ich Sie richtig jetzt verstanden habe, so ist diese ganze Geschichte, die Sie uns da erzählt haben, das ist Ihr eigenes Leben. Ja, ja, absolut. Wissen Sie, das ist so über mich gekommen, als die Frau Gemahlin mich vorhin nach einer interessanten Geschichte gefragt hat. Finden Sie nicht auch, dass er wäre ein guter Stoff für einen Roman, mein Leben? Ja. Sagen Sie, und ich meine, der Skianzug, was hat das für einen Sinn? Bitte, er verkleidet sich immer. Ne? Moment, den habe ich ausgeliehen und gebe ihn zurück. Nein, wissen Sie, das ist einfach notwendig. Man kommt so leichter in die guten Wintersporthotels hinein. Nicht? Naja, also, jetzt rufen Sie bitte die Polizei. In Gottes Namen. Wer soll die Polizei rufen? Ah, ich? Denke gar nicht daran, die Polizei zu rufen. Warum denn? Sie haben mich ja nicht geschädigt. Nein, wir haben heute hier einen kleinen Hausball, nichts Besonderes, nicht wahr? Aber immerhin, den lasse ich mir doch nicht durch die Polizei stören. Ja, und soweit ich mich erinnere, glaube ich, habe ich noch eine gültige unterschriebene Vollmacht von Ihnen in meiner Kanzlei. Stimmt doch, nicht? Das heißt, Schweigepflicht. Meine Herren, einen schönen Hausball. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, lieber Doktor. Auf Wiedersehen. Merkwürdig. Ich glaube, das dürfte doch ein ganz ein guter Anwalt sein, dieser Dr. Heidenreich. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, und was macht man jetzt mit ihm? Naja, was wir richtig und für nötig halten. Ich habe ja keine Wahl. Naja, versprechen Sie mir, morgen Österreich zu verlassen? Wie kann ich heute? Womit? Ich meine, er hat keinen Lugerten Heller. Oh, ich fahre oft sehr erfolgreich per Anhalter. Da habe ich Routine. Ja, aber die erste Sache wird sein, was machen wir mit ihm über Nacht? Ja, wenn die Mansarde oben noch frei wäre, aber da ist ja schon der Kurti einquartiert. Na, was spielt denn das für eine Rolle? Ich meine, er und der Kurt wären ja ein ideales Paar, nicht? Ja, das ist auch wahr. Wissen Sie was? Sie bleiben, Dr. Schand. Wir nehmen Sie mit hinunter zum Hausball und dort werden Sie dann unten gut gefüttert. Ich meine, es gibt natürlich keine Fasanenbrötchen mit Grässischaum und so weiter, aber ein paar Sandwich oder vor allem aber sehr gute Mehlspeisen. Wenn wir ein paar gute wienerische Mehlspeisen kennenlernen. Ja. Aber sehr bitte, schön. Eine Vorbedingung. Wir haben uns nie kennengelernt, nicht wahr? Wenn ich einmal diesbezüglich was angesprochen werden sollte. Sie sind wahrlich ein Mensch, wie Hamlet schon sagt. Sie können sich auf mich verlassen. Ich habe Sie nie gesehen. Ich war nie bei Ihnen. Selbst unter der Folter würde ich leugnen. Na, überschütten Sie mich nicht mit Schimpf und Schand, weil ich habe ja einen guten Namen zu verteidigen, zum Unterschied von Ihnen. Sagen Sie übrigens, da fällt mir etwas ein. Sie haben doch wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit irgendeinem deutschen Kriminalkommissar. Haben ja, Sie da? Ja, da hatte ich schon erhebliche Schwierigkeiten. Also,
Ja, mit wem? Ja, mit meinen Kollegen. Ah, welche Kollegen? Na ja, Zechpreller, Schwarzfahrer und Konsorten. Ne, kann man vorstellen. Das war ja wirklich für ihn sehr unangenehm. Na, aber lieber Doktor, jetzt kommen Sie, jetzt sollen Sie ja mal sehen, wie gut österreichische Möhlspeisen schmecken. Oh, ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen was essen. So, kommen Sie. So. Ohne Grimme geht die Mimmi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimme geht die Mimmi nie an nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Hey! Domi, wie geht die Mimmi nie ins Bett? Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimme tust die Mimmi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ja, ja. Ich möchte schlafen. Doch die Mimmi will lesen. Ich möchte schlafen. Doch die Mimmi ist auf der Seite 104. Ja, ohne Grimme geht die Mimmi nie ins Bett. Nie ins Bett, noch nie ins Bett. Ohne Grimme geht die Mimmi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. So, mein lieber Doktor, was essen Sie denn ganz besonders gern? Da hätten wir einmal so solche Sachen hier. Aber bitte sehr, wir können auch noch ganz anderes für Sie. Ja, zum Beispiel, da werden ein paar Faschingskrapfen, damit Sie sich dort beruhigen. So. Buonasera, signorina, buonasera. Wir sind Buonasera, signorina, buonasera. Die Mondesterne und auch dich vergesse ich nicht. Und ich träum die ganze Nacht von deiner Liebe. Und mein Herz gehört nur dir, nur dir allein. Sag mir einmal noch, du sollst für mich so Liebe. Und ich schenke dir ein Herz voll von Liebe. Sag mir einmal noch, du sollst für mich so Liebe. Das ist ja alles wunderbar. Was sagt ihr mal, liebe Freunde? Wir haben doch hier einen Gast aus Deutschland. Ich meine, dem müssen wir doch was vorführen, was ein bisschen was typisch Wienerisches ist. Habt ihr ja, das ist schon mal was. Ich weiß schon, was sein. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst ein Wort, ein einziges Wort, und du wusstest sofort, dass ich dich verstehe. Und das elektrische Klavier klimpert ganz leise. Eine Weise von Liebeslust und Weh. Ole! In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei. Und das elektrische Klavier klimpert ganz leise. Eine Weise von Liebeslust und Weh. Können Sie schon? In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei. Und in einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kummer und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort, und wusstest sofort, dass ich dich verstehe. Und noch einmal, und das elektrische Klavier spielt ganz leise. Eine Weise von Liebeslust und Weh. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Ja, und wenn Sie morgen uns leider wieder verlassen werden, dann möchte ich für morgen...